Also, meine Damen und Herren, in der heutigen, ich weiß nicht wie vielten Folge unserer kleinen Schachschule lernen wir zwei Eröffnungen gegen Bauer nach E4. Jetzt denkt ihr vielleicht, das klingt auch super, aber nee, nicht wirklich. Wir lernen leider nicht so gute Eröffnungen. Aber nachdem wir ja Bauer E4, E5 uns ausgiebig mit beschäftigt haben und auch Karo Kann gelernt haben, Französisch, Pirz, die moderne Verteidigung, müssen wir der Vollständigkeit halber, bevor wir uns ins sizilianische Labyrinth begeben, sizilianischer Herzog C5, der zweitgrößte Komplex nach Bauer nach E4, nach Bauer nach E5, oder man könnte auch sagen, weil es so viele verschiedene sizilianische Varianten gibt, sogar der größte Komplex, dem widmen wir uns ab der nächsten Stunde. Aber heute schauen wir uns zwei weitere Eröffnungen an. Nach Bauer nach E4. Und zwar zum einen skandinavisch. Skandinavisch ist hier Bauer nach D5. Ist ein bisschen, wenn man eine Schacheröffnung auf Wisch bestellt. Das ist das eine Thema des heutigen Tages. Und zum anderen die Ajechin-Verteidigung. Springer nach F6. Beide Züge haben eins gemeinsam. Sie sind so mittelgut und sie versuchen hier gleich, den Bauern auf E4 anzufeinden. Bauer nach D5 stellt sofort Feindkontakt in der Mitte her. Was sollte Weiß tun, Chat? Es gibt hier, ich glaube, nur einen kritischen Zug. Schlagen ist korrekt. Alles andere macht nicht viel Sinn. Hier vorbeizuziehen. In dieser Situation kein guter Zug, dann will Schwarz gleich Bauer nach C5 spielen, Springer nach C6 kann man nicht bringen. Und den Bauern zu decken, zum Beispiel mit Springer nach C3, hat nur Nachteile gegenüber selber zu schlagen. Denn wenn wir selber schlagen, muss Schwarz ja reagieren. Und jetzt entweder mit der Dame hier schlagen, was den Nachteil hat, dass die Dame dann früh ins Spiel kommt, wo sie angegriffen werden kann, zum Beispiel von dem Pferdsche. Oder zu versuchen, den Springer zu nehmen, um damit den Bauern zurückzuholen. Was aber auch seine Zeit braucht. Denn noch hätte man den Bauern ja nicht zurück. Weiß kann in der Zwischenzeit was unternehmen. Also Skandinavisch ist recht populär auf, wie sagt man das, auf Clubspielerniveau. Gab gerade hier in Hamburg City früher eine große Bewegung mit Matthias Wals und Carsten Müller. Modernes Skandinavisch. Und heutzutage John Bartholomew, ein großer Promoter der skandinavischen Verteidigung. Sie wird auch auf Top-Niveau hin und wieder als Überraschungswaffe genommen. Vishy Anand spielte berühmterweise so einmal in seinem Match gegen Kasparov, als Vishy schon ja, ziemlich hoffnungslos zurück war, lag und dachte, ich muss jetzt was ändern. Magnus Carlsen hat es auch immer wieder mal eingestreut, aber es ist keine Eröffnung, die jetzt auf Top-Niveau unbedingt jeden Tag gespielt wird. Ich schlicht D5. Und Schwarz muss sich entscheiden. Fangen wir erstmal an mit die Dame schlägt den Bauern zurück. Das ist, glaube ich, der populärere Zug. Etwas populärer als Springer nach F6. Der Nachteil ist aus schwarzer Sicht Dame früh draußen. Der Vorteil ist, die Struktur ist geklärt und nicht unbedingt zu schwarzen Ungunsten. Der Bauer auf E4, der ja sehr mächtig war, viel vom Zentrum kontrollierte, ist verschwunden. Und man hat eine ähnliche Struktur wie jetzt zum Beispiel in Karo Kann. Wo man auf den ersten Blick sagen könnte, aber das ist doch viel besser für Schwarz, weil hier muss er mit der Dame nicht durch die Gegend ziehen. Was wahrscheinlich auch stimmt. Aber hier hat Weiß schon den aktiven Springer. Und dieser Springer steht nicht besonders gut auf dem Feld C3. Also dass der Springer hier schon deployed wurde, hat für Weiß auch seine Vorteile. Trotzdem ist diese Stellung im Vergleich zu Skandinavisch eine etwas bessere Version. Bei Karo Kann hat Weiß natürlich aber auch andere Möglichkeiten, die wir schon kennengelernt haben, wie E schlägt D5 und Bauer nach E5. Also Bauer nach D5, E schlägt D, Dame schlägt D5. Weiß hat hier mehrere vernünftige Züge, aber was ist der normale, der logische Zug und auch der kritische? Springer nach C3 ist korrekt, Chat. Warum auch nicht, ne? Greift die Dame an und zwingt sie, weitere Zeit zu verlieren.
Es gibt manche Puristen, die argumentieren, der Springer auf C3 steht aber nicht gut und man sollte versuchen, in der idealen Welt die Bauern nach D4 und C4 zu stellen. Aber Zug für Zug sind die Abspiele weniger kritisch als Springer nach C3. Also auf Bauern nach D4 kann Schwarz aktive Sachen machen. So Springer nach C6 zum Beispiel, den hier gleich angreifen. Springer nach F3, Läufer nach G4. Und das Spiel wird recht kompliziert. Das ist nichts, womit man Schwarzspieler groß erschrecken kann. Springer nach F3 ist auch ein ernstzunehmender Zug anstelle von Springer nach C3. Aber auch dann, soweit ich weiß, nach Läufer nach G4 ist der weiße Vorteil nicht so groß wie Springer nach C3. Dorfmann wollte mir mal erklären, dass Springer nach F3 präziser sei. Ich glaube, Zug für Zug ist Springer nach C3 immer noch der kritische Versuch, was ja auch sehr logisch ist, ne? Die Dame ist in der Mitte, wir greifen sie an. Jetzt gibt es echt drei Züge, die hier regelmäßig gespielt werden, je nachdem, wo die Dame hin möchte. Was schlagt ihr vor? A5, D6, D8. Quatscheröffnung, kennt schätze ich aus. Das ist korrekt. Das sind die drei besten Möglichkeiten. Hier einen Schach zu geben mit der Dame mag verlockend aussehen, kostet aber eigentlich nur weitere Zeit. Dame E5 Schach zum Beispiel. Geht der Läufer raus und die Dame wird gleich nochmal getreten. Also, das ist keine gute Idee. Alle Züge haben ihre Vor- und Nachteile. Dame nach A5 war früher in Hamburg die große Mode. Muss die Dame wenigstens nicht gleich wieder zurück nach Hause. Aber sie kriegt häufig da trotzdem noch Ärger. So, wenn irgendwann mal Läufer nach D2 kommt, muss sie vielleicht aus dem Weg gehen, weitere Zeit verlieren. Aber das, ja, war früher der populärste Zug. Inzwischen sind die, glaube ich, alle ungefähr gleich beliebt oder unbeliebt. Dame nach A5, Dame nach D6 oder Dame nach D8. Chatzer Bau nach B4. Kann man wahrscheinlich machen, aber warum sollte man? Was für Quatschstellungen ihr Gambite-Landschaft hat. Hier kann man doch einfach das Zentrum besetzen und besser stehen. Also ich würde vorschlagen, so Bauer in die Mitte zu stellen. Der weiße Plan ist normalerweise, die Figuren rauszuziehen. Klingt verrückt. Läufer nach C4, meistens Springer nach F3, der kann dann weiterhüpfen nach E5 und häufig ist auch Läufer nach D2, um die Dame hier im Blick zu behalten. Eine ernstzunehmende Option. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Weiß hier Vorteil zu kriegen. Was Schwarz möchte in der idealen Welt ist seine Figuren rauskriegen. Springer nach F6, Bauer nach C6, Läufer nach F5, Bauer nach E6, Springer nach D7. Diesen Läufer zum Beispiel tauschen gegen den Springer oder nach E7 stellen und sich dann hinstellen. Wie gesagt, die Struktur, die Bauernstruktur ist okay für Schwarz. Wenn Schwarz das alles schafft, dann hat er eine annehmbare Stellung. Das Problem ist, dass es meistens, wenn Weiß aggressiv spielt, nicht alles unbeschadet schafft. Also Schwarz spielt in irgendeiner Zugreihenfolge gemeinhin Springer nach F6 und Bauer nach C6. Und Weiß sollte, meiner Meinung nach, es gibt diverse Möglichkeiten, aber auch nicht zu kompliziert sich das Leben machen, sondern einfach die Figuren rausziehen. Springer nach F3, Läufer C4 ist auch Common Sense und funktioniert gut. Also, warum sich zu viel Stress machen? Jetzt haben wir hier Läufer raus. Schwarz zieht den Springer raus. Weiß zieht den Springer raus. Und jetzt der typische Zug für diese Abspiele ist, dass der Läufer nach F5 geht. Was passiert, wenn er nach G4 geht, Chat? Fangfrage. Chat, sein Läufer steht F7. Aber nach König steht F7. Springer E5. Dame schlägt E5, D schlägt E.
Waffe schlägt dir eins. Wir schlagen zurück. Und wenn wir jetzt durchzählen, hat Schwarz auf einmal eine Figur mehr. Also keine gute Idee. Ich fand das immer irgendwie schwer nachzuvollziehen, weil es sich anfühlt, als hätten wir keine Figur verloren. Aber haben wir nun mal. Wir haben den Läufer hier ins Geschäft gesteckt und den Springer. Kann man nicht machen. Also irgendwie habe ich immer den Instinkt, dass hier funktionieren sollte. Aber wenn dieses Feld überdeckt ist, funktioniert es nicht. Deshalb spielt man nach Läufer, geht nach G4, einfach Bauer nach H3. Und er freut sich an seiner guten Stellung. Der Läufer muss mehr Zeit verlieren. Wenn er hier durch die Gegend tanzt, dann kann Weiß recht schnell eine sehr, sehr gefährliche Initiative entfachen. Deshalb geht er meistens direkt nach F5. So, jetzt gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie Weiß versuchen kann, Druck zu machen. Grundsätzlich, was man hier mit das Weiß... Ist das Ergebnis meiner Websuche. Was hast du denn schon wieder gesucht, Siri, Alter? Siri macht hier wieder verrückte Sachen. Grundsätzlich, mit Weiß sollte man hier nicht zu langweilig spielen. Also wenn wir hier kurz Rochade spielen zum Beispiel, Bau nach E6, was auch immer. Laufe nach D2, Springer BD7, ich mache ein paar normale Züge, Dame nach E2, Laufe nach B4. Und damit geht er irgendwo hin. Auch hier steht Weiß vielleicht noch ein bisschen besser, aber das ist normalerweise der Störungstyp, den Schwarz haben möchte. Den Einläufer aufgeben, sich dann solide hinstellen, kurz rochieren. Und Weiß hat es nicht so leicht hier, Initiative zu entfachen. Morfla, vielen Dank für den Sub. Deshalb, Chat, wie können wir hier aggressiv spielen? Es gibt nicht nur eine gute Möglichkeit. Ich würde sagen, es gibt zwei gute Möglichkeiten. Springer E5 lasse ich gelten. Läufer nach D2 lasse ich auch gelten. Die Dame hier zu avisieren. Aber mir gefällt Springer E5. Ist relativ primitiv, aber sehr effektiv. Und gefährlich für Schwarz. Unsere Figuren greifen ja den Bauern an. Also muss Schwarz da was im Weg stellen, Bauer nach E6. Und wie machen wir weiter Druck? G4, wieder richtig. Ist verpflichtend natürlich, funktioniert hier aber gut. Und das ist aber auch so ein bisschen das Ding bei Skandinavisch. Deshalb ist es, glaube ich, auch eine relativ beliebte Eröffnung auf so mittlerem Niveau. Nicht despektierlich gemeint. Weil Weiß, um es zu bestrafen, relativ aggressiv spielen muss. Also so Standardzüge häufig nicht reichen. Aber wenn Weiß das hier tut, aggressiv spielt mit Bauer nach G4, dann kriegt Schwarz in dieser Stellung Probleme tatsächlich. Gibt hier zum Beispiel, wir müssen ja nicht 100 Züge uns angucken, aber nur als Beispiel eine Partie. Ich glaube, Alireza gegen Carlsen sogar, also in dieser Stellung gibt es bestimmt noch viele Partien, wo das geschah. Läufer nach, geht zurück nach G6. Beispielbau nach H4. Möchte hier den Läufer weiterjagen. Wenn jetzt Schwarz reagiert, um den Läufer zurückziehen zu können, wird hier reingeschlagen. Kann man nicht machen. Und die schwarze Störung ist schon ziemlich unter Druck. Ich zeige noch ein paar Züge, müsst ihr euch nicht merken. Aber weil ich selber interessant fand, weil die Störung auf den ersten Blick gar nicht so kritisch aussieht für Schwarz, finde ich. Der Computer sagt schon sehr kritisch. Springer BD7 versucht hier Druck zu machen. Springer schlägt. Bauer nach H5. Warum ist jetzt nicht dieser Läufer weg, Chat? Wie kann er sich retten? Alireza war weiß in der Partie, meine ich ja. Läufer nach E4 ist korrekt. Nutzt hier die Fesselung aus. Und was macht Weiß? Turm ist angegriffen. Halkerdigger ist skandinavischer Experte. Kurze Rochade ist korrekt. Oder ist der beste Zug. Gibt ja auch Alternativen. Ich glaube, früher wurde häufig auch so Turm nach H3 und so lustige Züge gespielt.
Aber komischerweise, für meine Begriffe komischerweise, nach kurzer Hochrade steht Schwarz besser. Steht Weiß besser. Weiß besser. Der Läufer ist wieder angegriffen. Muss wieder weg. Zieht hier hin. Läufer nach D5. Wir schlagen ihn mit unserem Seuchenspringer. C schlägt D. Läufer nach D3. Und diese Stellung sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus für Schwarz. Aber die Engines sagen, hier, Weiß hat Läuferpaar und auch schon viel Raum genommen am Königsflügel. Das ist ein wichtigerer Faktor, als dass unser König ein bisschen geschwächt ist. Und Weiß hat hier ernsten Vorteil. Engines verstehen da keinen Spaß. Scrap Connector sagt, ich würde mich als Weiß trotzdem unwohl fühlen. Deshalb sage ich ja, das ist ein bisschen einer der Vorteile von Skynavish, dass häufig die Bestrafungen nicht so intuitiv sind. Aber objektiv steht Weiß hier tatsächlich deutlich besser. Also keine Ahnung, Läufer nach D6, Läufer nach D2. Dame versucht hier rüber zu kommen, von mir aus König nach G2. Und Schwarz schafft es irgendwie nicht, sich zu entknoten. Egal wo der König hingeht, wird eher der schwarze König Ärger kriegen mit dem weißen Raumvorteil. Hier drüben ankommen können. Vielleicht versuchen die Steuerung mit C4 zu öffnen. Wenn er kurz rochiert, dann bauen wir uns hier in Ruhe auf. H6 liegt in der Luft. Also das ist einer der Wege, es zu bestrafen. Auf Bau nach G6 ist Bau nach H6. Meist eine gute Idee. Chat, ich weiß, dass der gemeine Clubspieler es trotzdem noch in Sieg umwandeln muss. Und ich sage ja auch, dass die Stellung erst auf den zweiten Blick besser ist für Weiß. Aber sie ist besser für Weiß. Deshalb fand ich es ja ein bisschen überraschend. Also das ist eine tatsächlich sehr, sehr starke Art und Weise, gegen Skynavish zu spielen. Wenn einem das zu viel Drama ist, kann man hier auch Tor 2 nehmen, Läufer nach D2, Springer nach D5 antäuschen, manchmal auch Bauer nach D5 antäuschen. Ist auch recht unangenehm für Schwarz. Die direkteste Art und Weise, es zu bestrafen, ist tatsächlich Springer E5, G4, H4. Gibt, wie gesagt, verschiedene andere Wege zu spielen. Aber die nach Vorteilsmaximierung Common Sense Wege. Am Anfang Springer F3, Läufer C4, Springer E5 und dann aggressiv spielen, sind tatsächlich die effektivsten. Das ist Dame nach A5. Wie gesagt, er freut sich nach wie vor einer gewissen Popularität und wir haben es ja besprochen. Die Steuerungen sehen nicht so einfach aus. Objektiv muss Schwarz da aber sehr, sehr leiden. Vielleicht auch deshalb haben sich andere Züge hier etabliert als Alternativen. Dame nach D6 zum einen. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Komisches Feld für die Dame. Aber die Dame sagt sich, hier wäre ich wenigstens nicht von Läufer nach D2 genervt. Und wenn ich später nach C7 muss oder so, dann ist ja egal, von wo ich herkam. Aber es sieht ein bisschen komisch aus. Auch hier sollte Weiß wieder Common Sense mäßig spielen. Erstmal D4, Springer F3 und dann mal schauen. Schwarz hat hier verschiedene Arten und Weisen zu versuchen, die Figuren rauszukriegen. Aber nichts davon gleicht so richtig aus hier nach Springer F3. Ich glaube, der populärste Zug ist hier Bau nach C6 jetzt. Aber auch hier kann Weiß wieder ziemlich direkt Druck machen. Nach Dame nach D6 spricht wahrscheinlich auch nicht viel gegen hier. Irgendwie normal zu spielen mit Läufer E2. Aber mir gefällt wieder Springer nach E5. Tease zum einen so ein bisschen Läufer nach F4 an, um die Damenstellung hier zu nutzen. Zum anderen natürlich auch Läufer C4. Und zum dritten, weil die Dame auf D6 ein bisschen komisch steht, können wir den Springer hier vielleicht auch gleich etablieren als Vorposten. Und ihm manchmal mit dem bösen F-Bauern verteidigen. Insbesondere, wenn Schwarz hier Springer BD7 spielt, was seinen eigenen Läufer einsperrt.
Wenn wir versuchen würde, hier einen Läufer rauszuziehen, zum Beispiel Läufer nach F5, dann, was machen wir, Chat? Es müsste Folge 11 sein, aber ich bin nicht sehr, sehr gut im Zählen. Kann sein, dass es erst Folge 10 ist. Bau nach G4, weil die ihm aussehen können. Sehr stark, Chat. Und Schwarz hat schon wieder Probleme. Läufer nach G6. Das Thema, ups, das Thema kennen wir schon. Bau nach H4. Und Ed gibt wieder Ärger. Also, Sprenger BD7, was spielen wir? F4. Sehr gut. Ist nicht der einzige Zug. Ich glaube, hier gibt es auch andere Theorie. Sprenger nach C4 habe ich auch schon mal gesehen. Läufer nach F4. Bestimmt auch. Aber mit dem Sprenger auf D7 ist tatsächlich F4. Diesmal eine gute Idee. Weil Schwarz es nicht so leicht fällt, sich zu entknoten. Also, all diese Varianten sind objektiv sehr, sehr wackelig für Schwarz. Aber sie zwingen Weiß auch manchmal zu etwas aggressiverem Spiel. Also, man kann Weiß damit bisschen aus der Comfortzone ziehen. Gegen aggressive, gut vorbereitete E4-Spieler ist es aber schwer, hier aus der Öffnung zu kommen. Hier geht es auch noch weiter. Keine Ahnung, Sprenger nach B6. Jetzt wieder Computer-Style. Ist hier der beste Zug? Eieiei. Es sind so komische Varianten. Ich weiß gar nicht, ob ich euch einen Gefallen tue, hier das beizubringen. G4 ist korrekt, Halker Digger. Habe ich wieder meine Maus verraten? Ich kann es selber kaum erklären. Aber der weiße Raum und die schwarzen Figuren sind hier ein großer Faktor. Ich weiß nicht, ob diese Folge so didaktisch wertvoll ist. Ich zeige euch halt die besten Varianten gegen Skyname, Dame A5, Dame D6, Dame D8. Wie gesagt, es hat ein großes Following, weil die in Anführungszeichen Widerlegungen nicht so intuitiv sind. Aber diese ganzen aggressiven Geschichten machen Schwarz objektiv schon sehr zu schaffen. Weil er es hier nicht schaffen wird, ganz unbeschadet all seine Figuren rauszukriegen. Wenn ihr solider spielen wollt, kann man das natürlich machen. Das hier ist eher so Max Punishment. Hier Läufer nach F4 kann man auch spielen. Dann wäre die Partie ein bisschen ruhiger verlaufen. Aber die Bestrafungen sind tatsächlich meistens hartes Zeug. So, Sprenger E5 und dann zack. Bevor Schwarz sein Setup hier verwirklicht hat mit Läufer F5, E6, Sprenger BD7, Läufer E7, kurz auch gerade, nerven wir rum. Havok Serpentin sagt, ab welcher Elo ist Skyname zu empfehlen? Ich finde, ab keiner Elo. Ich finde, es ist keine gute Eröffnung. Also am ehesten würde ich denken, so zwischen 1600 und 2000 vielleicht, wo man gut genau ist, so sich das Setup einzuprägen, zwischen Theorie, aber nicht so häufig dafür bestraft wird. Aber ich würde es mit keiner Elo spielen. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass Weiß, wenn er jetzt normale Züge macht, er ihm gleich schlecht steht. Ich zeige nur die harten Sachen. Hier, anstelle von C6 gibt es auch andere Züge. A6 spielen, glaube ich, manche. Aber A6 auch ein komischer Zug. Soll Sprenger B5 verhindern. Jetzt kann Weiß zum Beispiel seinen Läufer ganz gut fianchettieren, wenn Schwarz diese Diagonale nicht geblockt hat. Hier G3. Mit der Absicht Läufer G2, aber auch Läufer F4. Ist hier unangenehm. Also es ist alles nicht besonders angenehm. Nach Bau nach G6. Hier gibt es wieder einen etwas merkwürdigen Zug, der aber unser Kernproblem löst, wenn ihr euch an den Anfang erinnert. Was kann Weiß hier vorteilhaft spielen? Tipp.
Bau nach C6 und Bau nach A6 hätten diesen Zug verhindert. Springer nach B5 ist korrekt. Greift die Dame an, die wird sich wahrscheinlich schlagen lassen, aber es löst das Problem, dass der Springer ein bisschen awkward war auf C3, unter anderem, weil er den C-Bauern verstellt. Und jetzt können wir hier schön uns den Raum nehmen. Der Springer kehrt zurück nach C3 und Weiß hat einfach eine sehr bequeme Stellung. Mit Raumvorteil. Also Dame nach D6, auch eine halbseidene Variante, würde ich mal sagen. Die aber, wenn Weiß es richtig bestrafen will, Weiß auch hartes Zeug abverlangt. Hier mit Springer E5, F4, G4, wie ist das? Kommen wir zur dritten Möglichkeit. Dame all the way zurück nach D8. Bisschen passiv natürlich, hat aber den Vorteil, dass die Dame hier nicht genervt werden kann. Weder von dem Läufer auf D2 noch von dem Springer auf B5 oder zum Beispiel auch dem Läufer auf F4 wie von D6 aus. Also Dame D8, glaube ich, in letzter Zeit relativ populär. Auch kein Zug, mit dem Schwarz jetzt mathematisch ausgleichen kann. Aber habe ich zuletzt häufiger gesehen. Wir spielen Weiß. D4 ist normal, ich will den Läufer noch nicht committen unbedingt, aber wenn wir Läufer C4 anfangen wollen, können wir es machen. Ich würde hier wahrscheinlich versuchen, erstmal. Wie immer. Eigentlich spielt man immer D4, Springer F3 und guckt da mal, wenigstens das ist noch recht intuitiv. Springer raus, Springer raus. Jetzt hat Schwarz wieder mehrere Möglichkeiten. Aber in dieser Stellung ist der populärste Weg zu spielen, soweit ich weiß, Bau nach G6 zu spielen. Jetzt dieses Vier in Kette zu machen, letztes Mal, wir erinnern uns. War dann Springer nach B5 mit Angriff auf die Dame lästig. Das ist hier natürlich nicht mehr so der Fall. Bau nach G6 fällt euch ein aggressiver Plan ein gegen dieses Bau nach G6, Lauf nach G7. Vierkette. Weiß ja, ihr viele gute Züge, also jeden Zug, den ihr wahrscheinlich sagen werdet, werde ich nicht sagen können, ist Quatsch. H4 ist es nicht, Chat. H4 macht hier, glaube ich, auch nicht viel Sinn. Also H5 droht nicht so richtig. Nachläufer G7. Also warum haben wir H4 gespielt? H4 in G6-Situation macht eher Sinn, wenn dieser Springer schon weg ist oder abgetauscht. Also ist jetzt auch kein grober Fehler. Ich sage nicht, dass Weiß noch schlecht steht, aber wäre nicht hoch, meine Liste. Was ich hören wollte, war, ich sehe es so ähnlich schon im Chat. Läufer E3 oder Läufer F4, gefolgt von Dame D2, mit der Absicht, diese Läufer dann hier schnell abzutauschen auf G7. Das ist, glaube ich, eine recht effektive Idee. Computer gefällt auch Läufer nach G5. Also Läufer hier irgendwo hin und Dame nach D2 bereitet Läufer H6 vor. Bei Bedarf lange Rochade. Ist, glaube ich, ein kritischer Plan. Läufer nach E3 würde auch funktionieren. Sieht ein bisschen dümmer aus, aber hat ja dieselbe Idee, den Läufer hier abzutauschen. Kann man weiter Züge machen. Rochade wäre normal. Läufer nach H6. Und Weiß schon wieder besser. Hat Raumvorteil. Diesen lästigen Läufer gleich abgetauscht. Und eines fernen Tages könnt ihr dann vielleicht hier, wenn der Läufer weg ist, über H4, H5 überlegen. Also auch hier wieder aggressives Spiel. Am effektivsten. Denn wenn Weiß ruhig spielt, ist ja auch nicht schlecht. Aber Schwarz hat halt eine relativ gesunde Stellung. Sobald er die Eröffnung einigermaßen vollendet kriegt. Auch sowas kann man machen. Ich stehe Weiß auch ein bisschen besser. Aber um gegen Skandinavisch The Max zu holen, macht es Sinn, am Anfang gleich nach aggressiven Optionen zu gucken. Was ja irgendwie auch logisch ist, weil Schwarz ja Zeit verloren hat mit der Dame, aber dafür eine gute Struktur gekriegt hat. Also wenn wir Schwarz sich entwickeln lassen und der Zeitfaktor nicht mehr so entscheidend ist, dann ist die schwarze Stärke häufig recht gesund.
Aber ja, dieser Plan, Läufer irgendwo hin, damit D2, Läufer H6 ist hier, glaube ich, ziemlich effektiv. Schwarz kann natürlich auch anstelle von G6 irgendwas anderes ziehen. Ich weiß nicht, was es hier noch gibt. Bau nach C6 ist bestimmt auch wieder möglich. Aber jetzt greift wieder unser alter Angriffsplan. Läufer nach C4. Hier, Chat, was würde jetzt nach Läufer G4 passieren? Jetzt geht Läufer F7, weil die Dame dieses Feld nicht kontrolliert. Schlägt und Doppelangriff. Wir ändern uns mit Dame auf A5, weil es keine gute Idee, weil die Dame ihn schlägt. Jetzt funktioniert das. Und wenn der Läufer rausgeht nach F5, wie wir es kennengelernt haben. Machen wir hier wieder Stress. Genau. Springer E5. Bauer E6. Und you know the drill. G4, H4 ist korrekt. Sehr, sehr häufig, wenn dieser Läufer auf F5 auftaucht, Springer E5, G4, tatsächlich der Weg, das zu bestrafen. Hier hat Schwarz schon wieder sehr ernsthafte Probleme. Es droht Bau nach H5. Bau nach H6 funktioniert wieder nicht. Also, keine gute Stellung. Das war Skandinavisch mit Dame schlägt D5 im Schnelldurchlauf. Also, wie gesagt, die schwarze Stellung. Recht gesund, wenn man Schwarz nicht schnell beschäftigt. Es ist möglich, Schwarz schnell zu beschäftigen. Meistens mit Springer C3, D4, Springer F3, Springer E5 und dann nach aggressiven Optionen Ausschau halten. Alle Züge haben da ihre individuellen Nachteile. Deshalb, ja, Skandinavisch nicht so unbeliebt auf Clubniveau, aber objektiv eine gefährliche Eröffnung. Knorpelmann sagt, man sollte erst H6 spielen und dann Läufer raus. So viel Zeit hast du nicht in der Eröffnung normalerweise, dass du dir den Luxus nehmen kannst, mit Schwarz H6 zu spielen, um Läufer nach F5 vorzubereiten. Hier zum Beispiel könnte ich, wenn ich ein Spielverderber wäre, Läufer nach D3 spielen und Läufer nach F5 damit verhindern. Aber auch Läufer nach C4, Läufer nach F5, keine Ahnung, Springer E5, soll ich dasselbe machen. G4, Läufer H7. Hier wird Schwarz auch sehr, sehr schnell Ärger kriegen. Zum Beispiel Dame nach E2. Thronspringer schlägt F7. Also Schwarz kann sich nicht leisten, Dame schlägt D5, Dame D8 zurückzuspielen. Und dann Bau nach H6. Das geht ein bisschen zu weit. So, Chat, ganz kurze Kaffeepause. Ich muss nämlich auf Toilette. In der Zwischenzeit möchte ich von euch hören, was nach Springer nach F6 der meiner Meinung nach beste Zug ist. Und ich glaube, meine Antwort wird euch überraschen. Es sei denn, ihr sagt mir meine Antwort, dann überrascht sie euch nicht.
Da sind wir wieder. Skynavish, E schlägt D. Dame schlägt D5, haben wir uns eben angeguckt, wo Weiß besser steht, wenn er aggressiv spielt. Springer F6 ist die Alternative. Schwarz sagt hier, bevor ich mit der Dame rausgehe und dann den ganzen Weg zurückgehen muss, versuche ich doch, mir den Bauern mit dem Springer zu schnappen. Das hat seine Logik, hat aber natürlich auch Nachteile. Zum einen haben wir den Bauern noch nicht wieder. Zum anderen muss auch der Springer nochmal ziehen, um diesen Bauern zurückzukriegen. Und ein Vorteil in Anführungszeichen von Dame schlägt D5 war, dass dieser Springer auf C3 nicht unbedingt toll steht, weil er halt verhindert, dass Weiß das ganze Zentrum besetzen kann mit Bauer nach D4 und Bauer nach C4. Und das ist häufig was, was Schwarz nach Springer nach F6 anstrebt. Weißer Springer nach F6 anstrebt. Gleich Bauer nach D4 und C4 zu kriegen, den Springer zu vertreiben. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Frage ist wahrscheinlich, was passiert, wenn Weiß den Bauern einfach verteidigt mit Bauer nach C4. Das kann man machen, aber ist nicht der kritische Zug. Jetzt am einfachsten für Schwarz ist, Bauer nach C6 zu spielen. Das ist ein gutes Gambit zur Abwechslung, mal Schwarz bietet einem Bauern an. Aber wenn Weiß den schlägt, nach Springer schlägt C6, hat Schwarz tatsächlich gute Kompensation. Hier zwei Tempi, besetzt gleich das Zentrum mit E5 und die Störung ist nichts Besonderes. Deshalb, ja, wird diese Störung eigentlich von Weiß selten gespielt. Wenn die Leute hier Bauer nach C4 spielen, spielen sie nach C6. Meistens Bauer nach D4, C schlicht D und jetzt Springer nach C3. Und in welcher Öffnung sind wir jetzt gelandet? Panov ist korrekt. Karokan Panov wird normalerweise erreicht durch diese Zugfolge. Aber falls ihr euch an die Karokan-Folge erinnert, Panov nicht die gefährlichste aller Waffen. Also hat Schwarz normalerweise nichts gegen einzuwenden. Die Gambit-Freudigeren können nach Springer F6, C4 auch Bauer nach E6 spielen. Hier weiß ich nicht, wie Stand der Dinge ist, aber sieht man auch hin und wieder. Und dann D schlicht E, Läufer schlicht E6. Versuchen sich schnell zu entwickeln. Wahrscheinlich ganz korrekt, aber auch verbreitet. Der Hauptzug aus Weiß ist hier Bauer nach D4. War aber nicht, was ich hören wollte. Ich hatte ja schon gesagt, meine Antwort wird euch überraschen. Bauer nach D4 spricht nichts gegen, hat aus meiner Sicht einen praktischen Nachteil. Also wenn hier Springer schlicht D5 kommt, wäre der beste Zug Springer nach F3. Aber Bauer nach D4 erlaubt, wie heißt das? Das portugiesische Gambit, heißt es so? Läufer nach G4. Was, ich weiß nicht, ob es ganz korrekt ist, aber es ist ein bisschen nervig. Also wer möchte, kann das hier einstudieren. Auch hier gibt es alle möglichen Spielvarianten. Läufer B5 Schach, Bauer nach F3, Läufer nach E2. You name it. Die harten Sachen sind irgendwie so. Und irgendwelche verrückten Stellungen. Ich habe das hier nie analysiert. Ich weiß nicht, wie der Theoriestatus ist. Aber warum den Schwarzspielern so viel Freude gönnen? Meine Meinung. Ich denke, der effizienteste Zug hier ist Springer nach F3 nach Springer F6. Wenn Springer schlicht D5 kommt, spielen wir wieder Bauer nach D4, sind in derselben Stellung wie eben. Die gucken wir uns gleich an. Aber hier ist Läufer nach G4 nicht mehr so giftig. Fesselt zwar, aber jetzt ohne Bauer nach D4 gespielt zu haben, hat Weiß hier eine Zusatzoption. Oder ich glaube sogar zwei Zusatzoptionen, die recht mächtig sind. Bauer nach C4 gewinnt jetzt an Kraft, aber auch Läufer nach B5 Schach. Ist jetzt sehr, sehr unangenehm. Wenn der Läufer dazwischen ziehen würde, hätte er ein Tempo verloren. Und wenn der Springer dazwischen zieht, irgendwie so eine Geschichte, ist auch deutlich besser für Weiß. Das hier geht noch ein bisschen weiter. Müsst ihr euch nicht merken, nur als Beispiel. Oder vielleicht schon erst da noch ein. Schieben wir das noch ein. Diese Anstellung ist überraschend unbequem für Schwarz. Hier kommt Bauer nach C4, Dame kommt nach B3 raus. Und es sieht eigentlich aus, als hätte Schwarz keine allzu großen Sorgen. Aber der Eindruck trügt.
Die schwarze Schank hier ist sehr, sehr lästig. Ich weiß nicht, wie intuitiv das alles ist und ob ich euch zu sehr überfordere hier mit Kram, weil ich schon relativ spezifische Varianten natürlich zeige. Aber D5 ist halt auch, der Weg ist zu bestrafen, sind recht spezifische Sachen. Strategisch ist es gesund, den E-Bauern gegen den D-Bauern zu tauschen. Man muss halt ausnutzen, dass Schwarz ein bisschen Zeit verliert unterwegs. Und hier Springer F3 fand ich immer eine recht elegante, praktische Lösung. Weißläufer G4 entwertet. Und nach Springer schlägt D5. Wenn Dame schlägt D5, kommt man wieder Springer C3 spielen, dann D4. Und wir sind wieder in unserem Kram. Und nach Springer schlägt D5, wir spielen wir D4. Hat Schwarz seine eine giftige Variante nicht mehr. Steht ehrlich gesagt einfach schlechter. Jetzt kommt immer C4. Die Stellung ist sehr unbequem. Also hier gibt es ein bisschen Theorie. Ja, so viel muss man gar nicht wissen. Weiß steht einfach immer deutlich besser. Zum Beispiel G6, C4, Springer B6. Gleich auch C5 ein guter Zug. Läufer G7. Zum Beispiel H3, um die Fesselung zu verhindern, dann Läufer E3. Also dieses Vollzentrum ist immer sehr, sehr unangenehm für Schwarz. Diese Struktur hat einfach ein bisschen zu viele Figuren. Also nicht gut. Es gibt noch irgendwelche alten Varianten. Jetzt Läufer G4, die aber, glaube ich, überhaupt nicht funktionieren. Und C4, C5, oder? So was habe ich als Kind mal gelernt. Aber es war schon immer schlecht für Schwarz. Springer zurück nach D5, dann nach B3. Das bröckelt alles schon an allen Ecken und Enden. Also über E schlägt D, Springer F6 habe ich gar nicht so viel zu sagen. Außer, dass, wie gesagt, ich glaube, Springer nach F3 ein sehr pragmatischer Weg ist, damit umzugehen. Läufer G4 ist dann schlecht wegen Läufer B5 Schach. Und Springer schlägt D5, D4. Ist wirklich eine Steuerung, wo man nichts wissen muss. Man nimmt sich den Raum mit Bau nach C4, kickt den Springer nochmal, entwickelt dann die Figuren und Weiß hat ernsthaft einen Vorteil. Deshalb, ja, Springer F6 würde ich von abraten. Es gibt Leute, die sich, glaube ich, spezialisieren hier auf dieses portugiesische Gambit oder wie es heißt. Und das macht bestimmt Spaß zu analysieren. Aber Spielverderber, die wir sind, nach Springer F3 funktioniert alles nicht so gut. Und Schwarz muss einfach leiden. Deshalb, ja, skandinavisch. Ich kann den Appeal verstehen, insbesondere von Dame schlägt D5 und dann den Plan aus schwarzer Sicht. Dame geht irgendwo hinweg, sagen wir hier, dann Springer F6, C6, Läufer F5, E6, Springer BD7, sondern auch Dame C7 gegen alles und man steht stabil. Aber wenn Weiß energisch spielt in diese Stellung, meistens mit D4, Springer F3, Läufer C4, Springer E5 und auf Läufer F5, G4, H4, dann wird Schwarz objektiv nicht ausgleichen können. Sogar war sagt, halt Jan, es gibt eine neue Variante. Okay, ich bin nicht so am Zahn der Zeit wie ihr Chat. Was ist die neue Variante? Ich werde schon wieder gefragt, was mit B4 sagt Dame A5. Ja, ist keine Ahnung. Warum sollte man hier B4 machen? Nur weil es irgendwie ein random Gambit ist. Spielt D4, Springer F3. Weiß ich nicht. Ich bin sicher, da gibt es auch klasse YouTube-Videos zu B4, die euch reinziehen können. Vielleicht weiß ich sogar besser danach. Aber objektiv, Figurenrichtung Mitte ist super. Also gegen so eine Variante müssen wir keine Fallen lernen. Hier sollten wir die Figuren weg. Aber wie gesagt, das sind wir dann wieder in einem anderen Territorium. Zu Guevara sagt, man muss kein C6 mehr spielen, es sei denn, es kommt Springer E5. Also hier sofort Läufer F5. Okay, und ich spiele Springer E5. Wo ist der Trick? E6 machen wir wieder G4. Und C6, Läufer C4 ist doch eh unsere Hauptvariante. Sugawara, das ist ja, was wir schon angeguckt haben.
Okay, Chat, das ist skandinavisch. Also Spanien auf 6, Spanien auf 3 ist gut. Nach Darmstadt T5 würde ich ein bisschen Detailwissen empfehlen. Der Felix, wie gesagt, ich spiele mit Schwarz ab und zu Dame der 8 und halte es für das Einzige, wo man einfach nur schlechter steht und nicht schnell kaputt gehen kann. Ja, Geschmackssache. Ich halte die Varianten objektiv alle für sehr, sehr gefährlich für Schwarz. Aber ja, hier, das haben wir ja besprochen. Hier kommt aber an, was Schwarz jetzt spielt. G6 gefällt mir der Plan. Den Läufer schnell abzutauschen mit Läufer F4, damit D2 und Läufer H6. So. Kommen wir zu der Ajechin-Verteidigung. Bauer nach E4, Springer nach F6. Greift den Bauern hier in der Mitte an. Was machen wir? Bauer nach E5 ist korrekt, der Bauer ist angegriffen und sollte die Einladung nutzen, dass er hier vorziehen kann, den Springer gleich belästigen. Die einzig halbwegs vernünftige Alternative ist Springer nach C3, um den Bauern zu verteidigen mit dem Springer. Aber jetzt könnte Schwarz, wenn er ein bisschen flexibel ist, Bauer nach E5 spielen und wäre übergegangen in E4, E5 Stellung, wo manche mögen sich erinnern, Springer nach C3 nicht der kritischste aller Züge ist. Also im Ausgleichssinne könnte Schwarz recht bequem so spielen. Gibt hier Spezialisten, die Bauer nach D5 spielen. Das kann man, glaube ich, auch machen. Hier bin ich nicht sehr firm. Gibt ja irgendwelche lustigen Varianten wie diese hier. Wahrscheinlich ein bisschen besser für Weiß, aber auch nichts Tragisches. Irgendwie sowas habe ich mal gesehen. Läufer schlägt, Läufer schlägt G7. Und lange Rochade. Aber Springer nach C3, wie gesagt, kein kritischer Zug. Weiß sollte hier Bauer nach E5 spielen. Der einzige Grund, nicht E5 zu spielen, ist, weil man Bullet spielt und Springer C3 gepremoved hat gegen alle Züge. Sonst Einladung annehmen, Springer durch die Gegend jagen. Der Springer geht nach D5, das ist das beste Feld. Weiß spielt D4. Weiß kann auch mit C4 anfangen, aber es hat keine unabhängige Bedeutung. Schwarz versucht, so gut wie immer, hier dieses Zentrum aufzuhebeln mit Bauer nach D6. Und jetzt dann weiß die Wahl zwischen Springer nach F3 und Bauer nach C4. Mir wurde früher mal beigebracht, dass Springer nach F3 der Hauptzug sei. Aber soweit ich weiß, spielt das gesamte Internet Bauer nach C4 und auch Computer mögen Bauer nach C4. Also ich denke, Bauer nach C4 ist hier mit Recht der Hauptzug, um den Springer zu vertreiben. Er spricht auch nicht gegen Springer F3, weil da hat Schwarz diverse Möglichkeiten. Nach C6 spielen wir hier Leute, D schlägt E, Springer schlägt E5 und jetzt C6, jetzt G6, jetzt Springer D7. Also hier gibt es nach Springer F3 gibt es auch Sofortläufer nach G4. All diese Systeme sind wahrscheinlich jetzt nicht toll für Weiß, toll für Schwarz, aber aus weißer Sicht ist es sehr unpraktisch, hier sieben Systeme lernen zu müssen, wenn wir danach keinen größeren Vorteil haben als nach C4. Was werde ich haben? Aus schwarzer Sicht muss man sich natürlich überlegen, wenn man Eierchen spielt, auch was man gegen Springer F3 spielen möchte. Ich weiß nicht genau, was ich hier machen würde. Ich hatte früher immer ein bisschen Sympathie hier für Schlagen und Bau nach C6. Computer sagen auch hier, dass Weiß besser steht. Laufen nach E2 oder so. Aber das fand ich eigentlich immer das einleuchtendste System aus schwarzer Sicht. Irgendwie sich so hinzustellen, ist ein bisschen schlechter, aber Leben geht weiter. Ich denke, Bauer nach C4 ist der kritischste Zug. Der Springer muss nach B6, alle anderen Felder. Wird entweder geschlagen oder Springer B4. Begibt sich auf Abwege. Und jetzt erweist die Wahl zwischen, ja, zwischen welchen beiden Zügen? Chat?
E-Schlicht D6 und F4, das ist korrekt. Das sind die beiden. Aber im Mittelalter ist E-Schlicht D6 der verbreitetste Zug, wird gleich auch immer in Repertoirebüchern, wenn es sowas noch gibt, empfohlen, weil es relativ einfach zu spielen ist. Auch nachvollziehbarerweise. E-Schlicht D6, muss man nicht viel wissen. Und Weiß hat Vorteil. Was will man mehr? Normalerweise spielt Schwarz E-Schlicht D6 hier. C-Schlicht D6 zum Zentrum entschlagen, sieht für mich fast ein bisschen logischer aus. Aber hier hat Weiß verschiedene Wege, in Vorteil zu bleiben. Die Theorie-Hauptvariante, die früher immer gelehrt wurde, war irgendwie Springer C3, G6, Läufer E3, Läufer G7, Turm C1. Wo der Weiß auch ein bisschen besser steht. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich das Maximum ist, was Weiß erreichen kann. Also die Theorie-Variante fragt mich nicht, warum man diese ganzen Züge, um hier den Damenflügel abzusichern, Turm C1, Rochade B3. Aber ich finde, E5 ist die Schau gar nicht so beeindruckend für Weiß. Also ich weiß nicht, ob das wirklich das Maximum ist, was Weiß anstreben kann und sollte. Spricht auch nichts dagegen, aus meiner Sicht hier, einen ruhigen Zug für Bauer nach H3 zu machen, um Läufer nach G4 zu verhindern, dann den Springer rauszuziehen und dann den Rest der Gang. Ohne Läufer nach G4 hat Schwarz nicht wirklich genug Firepower, um das Zentrum anzugreifen. Und Weiß einfach besser. Kam so auf einer E2. Schwarze Steuer ist nicht gut. Nicht tragisch, aber auch nicht gut. Also H3 ist immer wichtig. Weiß Läufer G4. Sonst ein Quell des Gegenspiels ist. Deshalb C-Schlicht D6. Ich denke zu Recht, wobei ja, der weiße Vorteil ist, natürlich, ist wahrscheinlich nach beiden Zügen ungefähr gleich groß. Nicht so beliebt. E-Schlicht D6 wird meistens gespielt. Aber auch hier muss man Weiß, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nichts wissen. Weiß kann jeden vernünftigen Zug spielen und steht halt ein bisschen angenehmer. Hier gibt es diverse Systeme, Springer C3, Läufer D3, Springer E2 kann man machen. Spricht aber auch absolut nichts dagegen, wieder Bauer nach H3 zu spielen, wie wir es eben hatten. Läufer nach E7, jetzt Springer nach F3, Rochade, Kam, Springer nach C3, Läufer nach D3. Einfach die Figuren rausziehen und ich auch hier wieder. Ohne Läufer nach G4 hat Schwarz nicht genug Spiel gegen das weiße Zentrum. Also ich habe diese Variante sehr häufig gespielt, meistens aus Versehen. Oder nicht so aus Versehen. Ich habe im Bullet die schlechte Angewohnheit, dass ich vollkommen idiotisch immer Springer nach F6 pre-move, was ich weiß keinen Sinn macht, weil die Uhr erst anfängt zu laufen, nachdem beide Seiten ihren ersten Zug gemacht haben. Aber ich kann es mir nicht abgewöhnen. Da habe ich sehr viel Erfahrung in unfreiwillig Eierchen spielen. Die Steuerungen sind nicht besonders gut nach B6, ED, ED. H3, bei Weitem nicht der einzige Zug. Aber H3, Springer F3. Ein durchaus legitimer Aufbau. Wenn Weiß noch mehr möchte, kann er hier den sogenannten, heißt es so, 4-Bauern-Angriff spielen? Ich nenne es einfach so. Sind ja 4 Bauern. Mit Bauer nach F4. Das ist objektiv wahrscheinlich das allerkritischste. Ist nicht so praktisch, weil die andere Variante E-Schlicht D6 haben wir leicht einen Vorteil, ohne irgendwann wissen zu müssen. Aber Bauer nach F4, objektiv auch sehr, sehr gefährlich für Schwarz. Schwarz schlägt meistens einmal, der Bauer schlägt zurück. Und jetzt geht der Kampf darum, ob Weiß dieses mächtige Zentrum stabilisieren kann oder ob Schwarz es schafft, das zu unterminieren. Und wie gesagt, objektiv sollte Weiß es gelingen. Ich spiele in meinen Bullet-Partien immer Bauer nach C5, was aber leider sehr schlecht ist. Weiß spielt Bauer nach D5, hält sein Zentrum. Gerbero X, vielen Dank für das Subgeschenk. Schwarz spielt Bauer nach E6. Und ich spiele es immer, weil ich darauf hoffe, dass Weiß jetzt Bauer nach D6 spielt. Es passiert aber nie. Es passiert leider nie. Was passiert nach Bauer nach D6? Springer schlägt C4 geht nicht. Kommt Dame A4 Schach. Tschüss Springer-Situation. Dame H4 ist richtig.
Und ein Motiv, das wir aus E4, E5 Stellung schon kennen. Wenn das Feld hier nicht kontrolliert ist, zack, dann gibt es häufig Turmpech. Nach Dame E4 Schach. Aber leider, leider passiert es nie. Spielt immer alle Springer nach C3. Überdeckt dieses Feld und den Bauern. Und Schwarz steht sehr, sehr schlecht. Ich spiele mal so. Aber wie gesagt, es ist keine wirklich spielbare Variante. Jetzt kann Weiß D6 spielen. Jetzt, wo Dame H4, Dame E4 nicht mehr geht. Und ja, Schwarz muss sehr, sehr leiden. Mal Partien laufen lassen, irgendwie so. Jetzt mal irgendwas Verzweifeltes, wie Bauer nach G5. Aber objektiv sollte man so nicht spielen. Besseres System für Schwarz, den Läufer rauszuziehen, mit der Absicht E6, Springer C6 zu spielen. Und dann wäre Dame D7 lange Rochade, wobei es auch nicht so richtig klappt. Oder Läufer E7, kurze Rochade, halbwegs die Figuren rauszukriegen. Aber ausgleichen tut es halt auch nicht. Ah ne, sorry, wahrscheinlich. Die meisten fangen gleich mit Springer C6 sogar an. Erst den Bauern nicht angreifen. Läufer F5 kommt wahrscheinlich aufs selbe raus. Läufer nach E3. Läufer nach E3 ist schlau, weil nach Springer F3 wir hier gleich gefesselt würden. Das spielt man erstmal Läufer nach E3. Sagt hier, zack. Bitte nicht fesseln. Dann segne es. Vielen Dank für den Sub. Schwarz spielt Läufer nach F5. Und jetzt die weiße Figur raus. Springer nach C3 und Springer nach F3. Und ja, was soll ich sagen? Weiß ich besser. Aber diese Störung ist nicht so einfach. Ich glaube, Magnus hat einmal gewonnen gegen Caruana in irgendeiner Schnellpartie oder Blitzpartie. Aber es ist trotzdem nichts, was man jeden Tag spielen sollte. Hier dieser harte Plan mit Dame D7, lange Rochade, haut nicht so richtig hin. Läufer E2, lange Rochade, kurze Rochade. Sorry, ich baller euch mit zu viel Zügen voll, Chat. Ne? Das ist eigentlich. Ich glaube, zu viele Informationen schon wieder. Ich soll die ersten Züge zeigen und das in Ruhe mit euch besprechen. Heute sind wir irgendwie sehr zügelastig. Zu advanced. Aber, wo wir schon dabei sind, zack, das hier funktioniert nicht, weil der schwarze König schwächer ist als der weiße. Chef von Dame D7 soll der Schwarz hier kleinere Brötchen backen, so Läufer E7, kurze Rochade und F6. Und nur ein bisschen schlechter stehen. Läufer E7, Läufer E2, Rochade, Rochade, F6, Weiß schlägt, Schwarz schlägt, Dame D2. Und Weiß steht ein bisschen besser, weil der Bauer schwach ist. Aber Schwarz hat es immerhin geschafft, seine Figuren rauszukriegen und hat keine hoffnungslose Stellung. Das war's auch schon. Viel mehr habe ich über Ajechin nicht zu sagen. Es ist keine besonders gute Eröffnung. Es ist auch praktisch nicht besonders gut. Man kann es mal spielen als Überraschungswaffe. Aber das Problem ist, dass alle wissen, dass man so spielen kann und jetzt hier schlägt und besser steht. Und leider stimmt es auch. Weiß steht hier aber ein bisschen besser, ohne dass Schwarz auf zu viel hoffen könnte. Man kann sich hier drauf natürlich spezialisieren. Aber eigentlich immer, wenn Weiß einmal H3 spielt, um Läufer nach G4 zu verhindern und dann die Figuren rauszieht, in irgendeiner Art und Weise, steht er angenehmer. Deshalb ist es ja eine Ordnung, die ich empfehlen würde. Skandinavisch ist ein bisschen komplizierter und wie gesagt, den Appeal verstehe ich, also gerade von diesen Damenschlägen D5-Varianten, weil Schwarz halt einen einfachen Plan hat. In irgendeiner Reihenfolge, ihr könnt hier weiter über Feinheiten streiten, ja, objektiv ist. Funktioniert ja alles nicht. Schwarz hat halt einen einfachen Plan. Läufer nach F5, E6, Springer BD7. Ich mache hier möglichst dumme Züge.
sich irgendwie so hinzustellen. Und wenn der Gegner nichts Aktives macht, dann kriegt Schwarz eine ganz vernünftige Stellung, weil seine Struktur halt gesund ist. Aber wenn Weiß aggressiv spielt, hier in diesem Falle wären das Entweder-Systeme mit Läufer nach D2 oder, was wir kurz angeguckt haben, mit Läufer nach C4 und Springer E5, da Bauer nach G4 spielt, dann hat Schwarz objektiv zu leiden in skandinavisch feiern. Das ist Stand der Dinge. Ich bin kein Experte. John Bartholomew, lass mich in Ruhe. Also, wie gesagt, objektiv nicht gut. Auf Großmeisterniveau gibt es wenig Leute, die es regelmäßig spielen, weil wenn sich eine Seite vorbereiten kann darauf und das häufiger gespielt wird, heutzutage mit den Engines, kriegt man da auf Knopfdruck sein plus 1, was ein bisschen too much ist. Aber trotzdem, Damenschicht D5 ist das Einzige, wo ich auf jeden Fall praktisch verstehen kann, warum Leute das spielen. Springer F6. Ich verstehe die Faszination des portugiesischen Gambits oder wie es heißt. Aber wenn Weiß einfach Springer F3 spielt, weiß ich nicht, was Schwarz möchte. Steht einfach schlechter. Eierchen, wie gesagt, bin ich so weit von. So, das war's für heute. Ich glaube, wir haben 3 Minuten zu spät angefangen. Also sind wir in der Stunde. Wir versuchen ja hier, uns bei einer Stunde zu halten. Nächstes Mal keine Quatscheröffnung mehr, sondern nächstes Mal geht es weiter mit Sizilianisch. Einer guten Schacheröffnung. Auch da, auch im sizilianischen Rahmen können wir noch viel Quatsch lernen, aber Sizilianisch ist natürlich eine sehr ernste Eröffnung, die auch auf Top-Niveau immer sehr beliebt ist. Ich weiß noch nicht genau, wann es weitergeht. Ich vermute morgen 21 Uhr. Ich muss mal gucken, was morgen der Tag so bringt. Was haben wir zu besprechen, Chat? Freue mich schon, wenn du mir Nimm zu Indisch nachher auch kaputt machst. Nimm zu Indisch ist eine gute Eröffnung. Warum soll ich das kaputt machen? Französisch haben wir schon behandelt. Ja, Französisch haben wir uns schon angeschaut. Jetzt im E4-Rahmen müssen wir erstmal nur noch den riesen sizilianischen Komplex wegkauen. Und dann können wir weitergehen zu D4. Sizilianisch weiß ich nicht, werden so 5 Folgen, würde ich denken. So, keine Ahnung. Geschlossener Sizilianer, Bau nach C3, Mora, den ganzen Quatsch ist eine Folge. Dann so der Sveshnikov-Komplex ist eine Folge, Neidorf ist eine Folge. Dann kann man gucken, ob man noch eine Folge zu Paulsen, Kahn, Taimanov macht. Vielleicht zu Drachen. So viele Möglichkeiten. Chat. Hört auf, euch hier zu beschweren. Warum sind nur die ersten 9 Folgen abrufbar? Dies, das, jenes. Ja. Ich mache hier umsonst auf Twitch Schachunterricht. Ich bin ein hochqualifizierter Eröffnungsexperte. Bin Schachgroßmeister, Trainer des Weltmeisters Magnus Carlsen. Und ihr jammert rum, dass ihr hier nicht umsonst alles in den Rachen geschmissen kriegt. Having said that, alle Folgen sind bestimmt bald verfügbar. Wenn ihr diese kleine Eröffnungsserie oder unsere kleine Schachschule, wer weiß, was bei einer Eröffnung bleibt, unterstützen wollt, dann freue ich mich natürlich über jeden Support. Subbt gerne rein. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr sogar euer Amazon Prime mit eurem Twitch verknüpfen und damit mehr kostenfrei den fantastischen Kanal Janistan TV abonnieren. Ansonsten folgt gerne dem Kanal. Haut ein paar Subgifts raus für die anderen. Jeder Support ist willkommen. Ich finde, ihr kriegt hier fairen Schachunterricht für euer Geld. Alt9779, vielen Dank für den Prime Sub. Pakun sagt, du warst Trainer von Magnus Carlsen. Ja, bei den letzten 3 WM-Matches war ich im Trainerteam von Magnus Carlsen. Ugolino, vielen Dank für den Prime Sub.